Brauchen wir irgendwas von Winnie? Ich nicht, ne? Schalldämpfer und sowas haben wir nicht. Fahre zum Abschlussverhof des Zollamts. Per Cutscene, oder was? Hör auf. Du machst mich nervös, wenn du mit dem Ding spielst. Entschuldigung. Mir geht nur eine Menge durch den Kopf. Ach ja? Dachte, da oben wäre gar nicht so viel Platz. Schaut euch ruhig tot. Glaubt wohl, ich hätte keine Pläne. Falsch gedacht. Ich habe große Pläne. Ach ja? Raus damit. Woran arbeitest du? Tja. Spiel mit dem Gedanken, eine Bank in der Stadt auszurauben. Eine Bank überfallen? Klar. Ich beobachte den Laden seit Monaten, hab alles genau geplant. Ich brauche nur ein paar Männer, die mir den Rücken frei halten. Ein Banküberfall ist etwas zu groß für uns. Wir beklauen doch auch die verkackten Feds, oder? Wo ist der Unterschied? Salieri ist der verdammte Unterschied, du Schwachkopf. Der Don wollte diese Zigarren haben. Ein Banküberfall segnet er nie ab. Muss er ja nicht wissen. Du willst den Don hintergehen? Nein. Nicht wirklich. Wir können ihm ja nach dem Ding einen Teil abgeben. Er wird sauer sein. Aber nur, bis er seinen Anteil hat. Ich weiß nicht, Pauli. Ja, ich weiß auch nicht. Tu, was du willst. Ich werde nichts sagen. Ich habe dir viel zu verdanken, aber wenn Salieri herausfindet, dass du hinter seinem Rücken arbeitest, landest du neben Morello. Keine Beute der Welt ist das wert. Er hat recht, Pauli. Frag den Don oder vergiss es. Ja, ist ja nur ein kleiner Traum. Wach auf. Wir sind da. Tom, du nimmst die Karre. Such einen Zolllaster und triff uns beim Zolldepot. Wir holen das restliche Zeug. Gut. Bist du bei der Sache? Ja, ernst wie ein Priester. Genau das habe ich befürchtet. Mach dir keine Sorgen. Alles klar. Gar nicht, was schief geht, Pauli. Wie kommt man auf die Idee, eine Bank auszurauben? Finde und stiehl einen Zolllaster. Ich suche das Works Quarter. Ja, doch, Works Quarter. Alter! Also, weiß ich nicht. Ja, man kann träumen, alles drum und dran, aber das ist ein bisschen zu hoch geträumt, meiner Meinung nach, von Pauli. Das Stacheldraht, da komme ich nicht hoch. Soll ich suchen? Ah, lol. Ach! Okay, ich soll mit dem Auto umherdüsen. Alles klar. Vor allem, er hat doch eigentlich... ja, ein entspanntes Leben ist eigentlich der größte Schwachsinn, was man sagen kann. Aber eigentlich ist es doch... Ja. Okayes Leben, weil... Ja, klar, sie müssen halt immer noch Schmutzarbeit und so, also ich sag mal die Drecksarbeit mit jetzt hier töten und das und das alles machen. Aber trotzdem, da sein Leben riskieren und alles, um halt sich vor allem einen Traum vom Banküberfall, Gelddiebstahl zu machen, finde ich halt schon sehr arg. Wenn man mal überlegt, dass die doch jetzt mal sagen, nicht schlecht verdienen hier über den Don oder beim Don durch den ganzen Kram, weil sie auch ein sehr hohes Ansehen haben. Ja, weiß ich nicht. Da wirklich Leben und alles drum und dran zu riskieren, ohne dass der Don es rausfindet, sowas zu erledigen, finde ich
finde ich halt echt sehr, sehr schwierig, weil der... Ja, jetzt fängt Saleri halt auch an, Leute zu schmieren, alles drum und dran, was er ja vorher nicht gemacht hat, war ja nur Morello zu der Zeit. Aber jetzt, wo er anfängt, halt versucht auch zu die Stadt zu kontrollieren, ja, finde ich es halt echt schwierig, es halt unaufmerksam zu machen. Weil er wird wahrscheinlich dann auch, vor allem wenn es halt in einem Stadtteil ist, den er so von vornherein sehr, sehr stark kontrolliert, auf einmal eine Bank überfällt, geht er wahrscheinlich davon aus, irgendwie Machtspielchen, alles drum und dran. Park da drüben, Tom. Ja, Machtspielchen und sowas, wo Saleri dann hundertprozentig auch nachgehen wird und versucht halt die Gauner dann zu schnappen. Denn seine Bank ausrauben findet er hundertprozentig nicht geil. Wo ist meine Uniform? Hä? Mehr haben wir nicht, Kumpel. Vorne haben nur zwei Platz. Du sitzt hinten. Lass dich aber nicht blicken, sonst gehen wir baden. Quatsch nicht. Ich weiß, was ich tun muss. Hm. Das erzählst du sicher allen Mädchen. Los! Wow, 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 wow. Los, Bewegung! Ist ja gut, ist ja gut. Flucht. Ja. Wir dürfen halt nicht gesehen werden. Gemütlich da hinten, Tom! Was zur Hölle denkst du? Was haben wir für den Abschlepphof geplant? Keine Ahnung. Nach Kisten aus Kamerun suchen oder so. Wo die Zigarren herkommen. Weißt du, wie groß der Hof ist? Keine Sorge. Um diese Uhrzeit ist da nichts los. Wir haben freie Hand. Ja, im Normalfall. Ich glaube nicht, dass das so ein Normalfall ist. Da kommt hundertprozentig... Ach, Mist. Pete, hast du die Papiere? Im Handschuhfach. Was war das? Was war was? Was? Hier, bitte. Fahr weiter. Heute ist viel los. Wird schwer, einen Platz zu finden. So viel zu dem Thema, nichts los. Es wird viel los sein. Passt schon. Wir müssen nur schnell reagieren. Genau das fällt mir schwer, Sam. Das weißt du doch. Da haben wir nämlich schon das erste Problem. Wenn er gleich die Dinge hier aufmacht. Nein, theoretisch würde er uns jetzt schon sehen, so vom Blickwinkel her. Wo wart ihr denn so lange? Wir müssen bis Sonnenaufgang die Lieferungen überprüft haben. Ja, Entschuldigung. Wir konnten unsere Papiere erst nicht finden. Zeig, was wir tun sollen. Wir sind neu. Wir sind alle neu hier. Aber einige von uns wissen, wann es losgeht. Kommt mit! Okay, und da ist jetzt unsere Zeit, oder was? Okay, Tom, das ist was für dich. Geh in die Lagerhalle und such nach der Zigarrenkiste mit den Diamanten. Okay. Hier wird über alles Buch geführt. Such also in ihren Akten. Du suchst nach Kamerun-Zigarren, kamen in einem Boot namens The Bohemia, angedockt am Dienstag, dem 23. Klar? Ja. Nicht schnappen oder sehen lassen. Komm, wenn du fertig bist. Ja, das wird schwierig. Wollen wir erstmal einen Weg da reinfinden. Finde die beschlagnahmte Ware. Können wir vielleicht, also das höchste der Gefühle, vielleicht jemanden ungesehen ausschalten? Ist das eine Option für uns? Das stimmt heute nicht. Oder ist es generell keine Option? Schüsse werden den Alarm auslösen. Ja, ist klar. Die Feds schieben heute Nacht Überstunden. Einfach was, das fehl am Platz wirkt. Mit diesen Kisten werden wir nie fertig. Auch nicht in der Woche. Dann wirst du für eine Woche bezahlt. Heul nicht. Ich weiß halt nicht, ob lange er stehen bleibt. Kann ich? Darf ich? Wenn er sich jetzt nicht umdreht, haben wir auf jeden Fall hier ein freies Geleit dann. Also er hat sich umgedreht, hat es aber zum Glück nicht gesehen. Da kommen wir nämlich wieder hoch. Okay, so dürfen wir auf jeden Fall Leute ausschalten. Das ist schon mal nicht schlecht, dass wir halt wirklich doch eine Option haben. Unter mir? Der ist unter mir. Ja, der ist unter mir. Ups. Dieses gerade hier langschleichen erinnert mich ein bisschen an A Way Out.
Zolldurchsuchungsanweisung. Howie, ich habe eine Zigarrenkiste aus der Lagerhalle genommen. Ich habe den Verdacht, dass einige der Cameroons, die wir von der Bohemia beschlagnahmt haben, verbergen könnten, wonach wir suchen. Geh ins Lagerhaus und kontrolliere die restlichen Kisten, wenn du da bist. Wir sehen uns morgen. Viel Glück. Das wird helfen. Ja, die Frage ist halt, wie viel? Kann das helfen? Los, Leute, macht schneller! Wenn wir mit den kleinen Kisten fertig sind, machen wir uns an die großen nebenan. Das Geld ist gut, aber diese Fets sind Arschlöcher. Ich habe sicher schon 100 Kisten überprüft. Meine Fresse, so müde. Es nimmt kein Ende. Und schnapp! Und vielleicht hat er hier noch irgendwas. Da. Also nehme ich Jagdenschränke. So, ich bin gespannt. Wir müssen wahrscheinlich runter. 100%ig ist das genau die Lagerhalle. Ansonsten würde dieser Brief da auch nicht liegen. Empire Bay Dream. Rum unversteuert Lagerort A1. Zanelli unbekannte Maschinen Lagerort B2. Da. The Bohemia. Zigarren unversteuert Lagerort D2. Forget Me Not. Obszöne Materialien. Lagerort A2, C2 und B1. Havana King, Rum und versteuert Lagerort D1. Also wir müssen Lagerort D2 hin. Interessant. Die Frage ist halt, auch wenn wir jetzt... Hier? Auch nochmal irgendwas Interessantes? War nicht. Ansonsten hätte ich es lesen können wahrscheinlich. Alles nur Müll. Ja. Okay, wir müssen da einmal hin. Nochmal ein Fragezeichen. Wir haben aber nochmal ein bisschen, was wir mitnehmen können. Nazi-Demenz mit in Munich. Zeitung, 30. September 1938. Ist ja auch natürlich ein Jahr vor Kriegseintritt. Vor Kriegsbeginn. Deutschland dann gegen Polen. Forderung der Nazis in München erfüllt. Adolf Hitler, Führer von Deutschland, wurde heute in einem Übereinkommen in München das Recht zugesprochen, das Sudetenland von der Tschechoslowakei zu annektieren. Führende Politiker aus Italien, Großbritannien und Frankreich haben die Vereinbarung unterzeichnet. Es wird erwartet, dass die Besatzung innerhalb von 10 Tagen vollständig abgeschlossen sein wird. Der britische Premierminister Neville Chamberlain hat die Vereinbarung als Frieden für unsere Zeit bezeichnet. In Erwartung, dass jegliche Vereinbarung auf Kosten ihrer Nation gehen würde, wohnte die tschechoslowakische Regierung der Unterzeichnung nicht bei. Und dann, ja, sie wussten halt noch nicht, dass ein Jahr später einfach mal der Krieg, der große Zweite Weltkrieg ausbricht von 1. September 1939 bis 8. Mai 1945. So, da haben wir noch mal ein bisschen was, was ich durchlesen kann. Nee, nichts. Auch nichts. Okay, was hat er für Zitteranfälle? Es wäre cool, wenn ich hier reinkommen würde. Ja. So. Weil umso einfacher ist es. Ja, gut. So, ich werde die Leiche trotzdem einmal nach. Nein! Oh, zu. Oh. Glück bleibt er so hängen. Ich kann den Körper aufheben. Das machen wir auf jeden Fall. Also ich habe jetzt echt den schon runterfallen sehen, ne? So. Wuppdiwupp. Einmal hier rein. Da hinten wahrscheinlich einmal wieder raus. Einmal rum. Ey, der ist aber auch echt mies gewesen. Muss ich sagen. Durch. Der geht da gerade. Den interessiert jetzt gerade nicht. Der ist da viel, viel wichtiger. So. Die Frage ist halt, was dreht er jetzt für Runden? Wenn ich den jetzt so einfach ausschalte, die Frage ist halt, ob der Typ hier jemals rauskommen wird oder nicht. Geht er jetzt lang? Geht er rechts rum? Okay. Das heißt, den könnten wir rein theoretisch mitnehmen. So. Den nehmen wir erstmal aus dem Spiel. Ich würde tatsächlich auch den Körper auch nochmal, ja gut, da hinten ist Licht. Geil.
Ja, da könnten wir den hinschmeißen. Weil ich weiß halt nicht, wie wichtig halt die Sache ist, dass wir halt die Körper hin und her tragen können. Aber den schmeißen wir mal hier hin.